Guten Abend. Ein fürchterlicher Vorwurf gegen eine Mutter steht im Raum. Sie soll erlaubt haben, dass ihre eigene Tochter sexuell missbraucht wird, auch von ihrem Lebensgefährten. Die 39 Jahre alte Frau steht seit heute vor dem Landgericht Schweinfurt. Ihr Lebensgefährte, der ist bereits verurteilt und sitzt im Gefängnis. Der 49-jährige Mann hatte im Prozess gestanden. Im Mai wurde er unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs des Mädchens zu einer 10-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Kind war zu den Tatzeitpunkten zwischen 9 und 11 Jahre alt. Der Angeklagte soll das Kind seiner Lebensgefährtin in mindestens 35 Fällen schwer sexuell missbraucht haben. Auch während die Mutter im Bett daneben lag. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sein Verteidiger hatte Revision beantragt. Der Mann wurde auch wegen schwerer Zwangsprostitution verurteilt, weil er das Kind Leuten auf Autobahnparkplätzen zum Sex angeboten haben soll. Ein Täter, ein 50-Jähriger, wurde Anfang Juni zu 2 Jahren und 11 Monaten Haft wegen Missbrauch des Mädchens verurteilt. Ihm soll der 49-Jährige das Kind in einer Wohnung im Landkreis Schweinfurt überlassen haben. Auch gegen dieses Urteil legte die Verteidigung Revision ein. Ja, und unser BR-Korrespondent Norbert Steiche verfolgt den Prozess in Schweinfurt. Norbert, wie soll das alles denn passiert sein? Also der ungeheuerlichste Vorwurf, Roman, ist der, die Angeklagte soll gemeinsam mit dem Lebensgefährten das Bett geteilt haben und während 8 Wochen soll das Mädchen, damals 11 Jahre alt, die Tochter, gemeinsam mit der Mutter und dem Lebensgefährten das Bett habe teilen müssen. Und während dieser Zeit, während diesen 8 Wochen, soll es immer wieder zu sexuellem Missbrauch, zu sexuellen Übergriffen, zu Geschlechtsverkehr in allen Formen und Farben zwischen dem Mädchen und dem bereits verurteilten Lebensgefährten gekommen sein, so lautstark und nur wenige Zentimeter von der Mutter entfernt, dass die gesagt haben soll, naja, bei diesem ganzen Radau könne kein Mensch schlafen, dann soll sie sogar das Bett verlassen haben, den Rest der Nacht oder der Nächte im benachbarten Wohnzimmer auf der Couch verbracht haben. Es geht, das muss man sagen, um Dutzende Fälle von sexuellem Missbrauch, den jeweils die Mutter, die Angeklagte, gebilligt haben soll. Man kann sich sowas ehrlicherweise gar nicht vorstellen. Wie hat diese Frau, die Angeklagte, denn vor Gericht reagiert, als sie die ganzen Vorwürfe, die ganzen Anschuldigungen dann gehört hat? Also ich hatte den Eindruck, die Frau hätte sich am liebsten in Luft aufgelöst. Sie hat lange Haare, trägt eine Brille. Und sie hat sich jeweils so hingesetzt, dass ihr Gesicht quasi durch die langen Haare am besten verdeckt wird. Während der Staatsanwalt die Anklageschrift verlesen hat, und es war eine lange Zeit, über insgesamt 40 Minuten, in dieser Zeit ist die Frau immer mehr in sich zusammengesackt, zusammengesunken. Sie hat heute zu den Vorwürfen sich nicht geäußert, das will sie aber tun, sagte ihr Verteidiger. Am nächsten Prozesstag, das wird in 3 Wochen sein, dann will sie sich zu den Vorwürfen einlassen. Heute ging es erstmal hauptsächlich um Chatprotokolle, WhatsApp-Chatprotokolle zwischen der Angeklagten und ihrem bereits verurteilten Lebensgefährten.